Das muss auch so sein, ja. Vielleicht auch schon das erste gepanzerte Fahrzeug. Bis vielleicht die ersten paar Sekunden vielleicht alleine. Und dann habe ich schon ein Ding, was dann später mit einer Flankierung Panzer erledigen kann. Was, das wird so witzig. Wenn man überhaupt bei Cheesy Tactics mal guckt. Tactic is just too cheesy. Vielleicht. Volksstürmer. Idioten. Warum hast du so viel Damage gekriegt? Weil der Todesritter kurz vorher dies auf Wasserlaufen angemacht hat. Fünf Frauen. So, wir müssen da hoch wegen der Quest. So, was gibt's als nächstes zu erzählen? Ich weiß nicht. Es muss was zu erzählen geben können. In meiner Nachbarschaft ist es ruhig, oder? Ich bin lange keine Drogenrazzia mehr beim Nachbarn. Mein dummer Nachbar hier, der hat heute im Balkon gegrillt. Mit so viel Spiritus, aber was? Riesige Stichflamme überall. Bin gestunken bei dem Wald. Ja. Wenn ich nächstes Mal treffe, verbiete ich ihm das. Wo bist du? In einem Jahr darf man nur dreimal grillen insgesamt. Hallo. Und einmal pro Monat. Wo ist das niedergeschrieben? Ich glaube in den Landesverordnungen. Also im niedersächsischen Landesrecht. Wie geil ist das denn? Und also zählt das so pro Haushalt? Ja. Sechs Stunden insgesamt pro Jahr. Kann man das exploiten, sage ich mal? Indem man dann einmal bei der Familie grillt, dann grillen alle bei der anderen Familie. Ja, das wird wohl gehen, ne? Finde ich auch noch in Ordnung eigentlich. Ja. Werde ich den Typen mal bei mir nebenan anzeigen? Ja, und sobald der Rauch irgendwie... also man sollte das dann 25 Meter vom Haus entfernt machen. Und sobald Rauch Anwohner stört, verstößt gegen das Emissionsgesetz und dann ist schon Bußgeld fällig. Das ist ziemlich nice. Scooby plant jetzt einen Kreuzzug. Ich gehe dann darüber und drehe diesen verdammten Grill um, während er noch an ist.
So, jetzt ist ja aber Schluss. Euer Spiritus-Massaker hat ab heute ein Ende. Was für eine Unart auch. Warum sind dumme Menschen so? Warum? Also ich habe immer die Hoffnung, dass wenn Leute so viel Spiritus nehmen, dass sie sich dabei selbst anzünden, weil sie es verkackt haben. Oh ja, das wäre schön. Ich würde am Fenster stehen, ihm noch winken und sagen, ja, die Hölle wird nicht anders sein, mein Freund. Die Hölle wird nicht anders sein. Der Teufel, der wird solche Leute erstmal Spiritus trinken lassen, ne? Und dann Streichholz im Mund stellen. Ne? Sterben ja nicht die Leute. In der Hölle. Na. Das ist gut, perverse Fantasie. Na. Wer mit Spiritus spielt, wird auch durch Spiritus leiden. Er ist der Korinther. Die Korinthenkacke. Die laufen immer so süß, die Kram. Und dann hoffe ich ja, dass sie mich irgendwie, dass sie sich rächen wollen, ja. Und ich dann Notwehr ausüben kann. Das biegt sich die Gesetze so hin, wie er es kennen hätte. Ich meine, dafür studierst du immer in Jura. Um es wieder rauszuholen. Warum sollte ich davon nichts haben? Das gibt, wenn man Notwehrprovokation übt, ist man selbst der Angreifer und hat keinen Anspruch auf Notwehr. Aber kann ich Notwehr provozieren, wenn ich nur mein Recht durchsetzen möchte? Mein friedliches Dasein? Kannst du mit dem Typen sprechen? Nice. Haben wir das Quest dann schon voll? Einer fehlt irgendwo. Wo mag der wohl sein? Vielleicht in einem anderen Paradies. In einem anderen Paradies. Mhm. Ich frage mich, wo er da sein könnte. Ist nichts aufgefallen. Was ist hier los? Ich bin verhext, also. Ach, hier ist ja so ein Sonderevent, weil man den rausgelassen hat. Ach, scheiße. Deshalb, Scooby. Scooby, leb. Ich lebe. Komm aber zu nicht mir. Mehr lange. Ich komme zu dir. Vier. Ich lebe. Oh mein Gott. Sind die jetzt alle tot? Ja. Okay. Eieieiei. Also nicht so brachial warm, wie es einige Leute vielleicht ausdrücken würden. Es wird nur wärmer. Danke. Was, brachial warm? Brachial warm. Ich finde, brachial ist ein schönes Wort. Das stimmt, das ist wirklich schön. Ich erinnere mich immer an so Brutalität und Wärme und so und einfach Supremacy auf dem Schlachtfeld. Stimmt, ja. Warum findest du es schön? Ich finde es hat so einen harmonischen Klang. Das finde ich nicht. Na doch, doch, das hat es.
Schmied, nein. Ja, schön was verkaufen, ja. Die Gilde die Reparaturkosten bezahlen lassen. Ja. Du Schlingel. Puh, endlich wieder ein bisschen Platz. Ja. Vielleicht im dritten Teil. Gibt es noch einen dritten Teil vom Echsenkessel? Ich meine ja. Dann ist er vielleicht da. Ja, wir schauen mal im tiefen Sumpf vorbei. Boah. Gar nicht in der Party. Das ist korrekt. Bei Soul Squad soll es eigentlich auch so Remote-Controlled Bombs geben. Also gibt's auch mehr Einheiten. Ich weiß, gibt's das allerdings auch nur im Singleplayer, ich weiß nicht. Hast du schon rausgefunden, was bei MediaMarkt kostet? Irgendwie habe ich auf einer Seite gelesen, dass es am 16. Juni rauskommen soll, aber das kann nicht sein. Kann man es denn schon bei Amazon kaufen? Jo. Da gehen wir ein Risiko ein, ne, mit MediaMarkt. Das stimmt. Vielleicht muss man da mal anrufen. MediaMarkt keine Angebotsseite, scheiße. Eigentlich haben sie das doch. Ich muss erst unsere Filiale des Vertrauens auswählen. Boah, das war aus dem Schulden. Ich habe. Ich habe. Es geht ja immer nur um dich, oder? Ja. Guck mal, vielleicht ist er hier. Können